Hallo und willkommen zu einem weiteren Parkbewertungsvideo von meinen Zuschauern, von euch. Und heute bewerten wir einen Park von Dia Doofmand. Der hat mir nämlich seinen Park geschickt und hat dazu geschrieben, dass der Park Wildlife einfach nur heißen soll. Ich bin sehr gespannt, wie der Park aussieht. Hab wie immer den Speicherstand schon ausprobiert. Funktioniert alles. Hab mir den Park aber soweit noch nicht angeguckt. Und genau das werden wir jetzt tun. So, wir sind im Park angekommen von Dia Doofmand. Der Park heißt Wildlife. Und ich bin sehr gespannt, woher er diesen Namen hat. Ob hier viele Dinosaurier frei rumlaufen oder wie auch immer, wir werden sehen. Das erste, was natürlich hier auffällt, das ist so die Kameraperspektive, die er uns sozusagen übergeben hat, ist dieses Wasserbecken hier. Aber da ist gar kein Dino drin oder so, ne? Weil das so umzäunt ist wie so ein Gehege. Da soll wohl mal ein Mosasaurus rein oder sowas. Egal, ich würde sagen, wir springen direkt zum Eingangsbereich und wollen uns hier nicht zu sehr spoilern. So, gehen wir mal hier hin. Das Ganze heißt Ankunftsort. Und ja, schade, dass du es nicht benannt hast. Am besten benennt ihr den Ankunftsort nach eurem Parknamen. Ich denke mal, das ist so am besten, oder nicht? Macht man, glaube ich, auch immer so beim Eingang. Und was wir hier direkt sehen, ist, dass du die Einschienbahn hier über dem Ankunftsort langlaufen hast. Finde ich an sich nicht schlecht hier mit den Säulen und sowas. Ist natürlich immer ein bisschen schade, dass man die Einschienbahn nicht direkt hier verbinden kann mit dem... Ist da Menschen? Ach nee, das sind Flaggen. Ich dachte gerade, da wären Menschen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Dass man das nicht direkt verbinden kann mit seiner Einschiebahn. Aber ist jetzt auch egal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier entlang. Wir sehen auf jeden Fall, du hast hier eine beige Wegfarbe genommen. Und hier kommt direkt das erste Gehege. Und da schauen wir jetzt direkt mal rein in die Beobachtungsgalerie. Mal schauen, was uns hier erwartet. Oh, das sieht mir so aus, als wenn es hier... Ja, hier sind Dilos drin. Hallo Dilos. So kleine Fleischfresser oder Pflanzenfresser sind natürlich immer ideal geeignet. Als erstes Gehege für den Park. Und Dilos, warum nicht? Habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Finde ich aber cool und die kommen sogar gerade auf uns zu. Oh, wollt ihr noch näher kommen? Das ist aber schön. Sehr, sehr gut. Das Gehege an sich... Oh, hier fällt mir auf. Oh, das ist schön geworden. Du hast hier halt noch so einen kleinen Weg hier hingemacht zum Zaun. Und an der Stelle, wo der Zaun beim Gehege ist, hast du sozusagen diesen Zaun, wo man durchschauen kann, gemacht. Das finde ich sehr, sehr nice. Dann können die Besucher hier auch nochmal einen Blick erhaschen. Ist natürlich ein bisschen schade, dass die KI dann nicht wirklich dahin geht und da durchschaut. Das wäre ja noch umso idealer. Was mir auch auffällt, ist, dass du das Gehege nicht ganz flach gemacht hast. Du hast dir so ein bisschen versucht, Hügel und so reinzubringen. Finde ich gut. Macht das Gehege immer so ein bisschen lebendiger und sowas. Und jetzt schauen wir mal auf die Namen. Und ich habe schon gesehen, Miri heißt einer. Oh lol, wartet mal. Miri? Mausi? Wo ist der nächste? Schmatzi? Katzi. Das ist wie ihr Discord-Name. Das finde ich cool. Das ist ja ein cooles, wie nennt man das denn? Easter Egg? Ich weiß es nicht. Ein cooler Insider, den du mit reingebracht hast. Finde ich nice. Wird sie sich freuen, wenn sie das sieht. Und Miri guckt auch immer diese Videos. Also, das wird sie auf jeden Fall sehen. Ansonsten ist halt ein viereckiges Gehege. Ist jetzt nicht so mega krass. Aber ich finde das schön, dass du es hier mit dem Zaun gemacht hast. Und Dilos, eine gute Wahl für ein Erstgehege. Auf der anderen Seite, was sehen wir denn da? Da sehen wir direkt einen Industriebereich. Und du hast hier auf jeden Fall auch die Wegfarbe anders gemacht, hier in diesem Grau. Finde ich nice. Hier hast du ein Entwicklungslabor und hier so ein Ausbrütgehege. Was mir da direkt auffällt, was ich mega positiv finde, ist, dass du hier wieder diesen Zaun hast, wo man durchschauen kann. Hier auf der Rückseite den anderen Zaun. Das heißt, da, wo die Besucher langlaufen und wo sie gucken sollen, hast du dann auch den passenden Zaun verbaut. Sonst haben wir hier noch ein ACU-Zentrum und sind das zwei ACU? Ach ne, Ranger-Station, wollte schon sagen. Der hat mir zweimal ACU da gerade angezeigt. Mit dem Weg hast du hier dir auch Mühe gegeben. Hast du sehr schön gemacht hier, die Wegflächen. Sieht sehr, sehr gut von oben aus. Habe ich am Eingangsbereich jetzt so noch nie gemacht, so einen platzsparenden Industriebereich. Aber genau diese drei Gebäude baue ich eigentlich auch immer in meinen Industrieteil des Parks. Und dann geht's hier jetzt schon. Oh, wie ihr seht, als erstes geht's hier zu einer Spielhalle, einer Arcade. Ist vielleicht nicht das allerbeste Geschäft, um als erstes in den Park zu kommen, aber passt schon. Warum nicht? Und dann hast du hier ein Hotel gemacht und hier hast du natürlich ganz, ganz schön mit den Zäunen direkt am Weg gearbeitet. Da hast du dir auch sehr viel Mühe gegeben, das sieht man. Du hast mega nah am Zaun dran gebaut und sehr, sehr gerade. Hast hier eine andere Wegfarbe benutzt, dieses Hellgrau. Finde ich cool, dass du mit den Wegfarben so gearbeitet hast. Und du hast ja auch den Zaun komplett um das Hotel rumgebaut, so wie es aussieht. Mal, wir können mal schauen aus der Sicht. Hast du halt wirklich. Also du hast dir sehr, sehr Mühe gegeben, das gleichmäßig um das Hotel rumzubauen. Das war bestimmt viel Arbeit. Hier vorne hast du sogar noch so einen kleinen
ja, Vorgarten für das Hotel gemacht. Mit einem kleinen See, ein paar Bäumen. Finde ich sehr schön. Hätte man sogar fast ein Gehege draus machen können. Jetzt nur noch hier den Zaun zumachen sollen. Aber ist ja an sich nicht schlimm. Ich glaube, du hast hier hinter direkt ein Gehege. Das passt ja soweit auch. Habe ich da gerade Toast gelesen? Tatsächlich. Okay, da kommen wir nachher noch zu. Da sind auf jeden Fall Toasts im Park. Ihr wisst sicherlich, was das für eine Anspielung ist. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz die Sicht von dem Hotel hier an. Und da kann man sogar schon einige Dinos erkennen. Schaut mal. Da unten sehen wir einen der Toasts. Das sind, glaube ich, Dracorexes. Der eine schläft da gerade neben dem Baum. Wie süß. Ich hoffe, man kann das erkennen auf YouTube. Ist ein bisschen klein. Das Innovationszentrum sehen wir da auch schon. Oh, dahinter sehen wir auch nochmal Dinos. Das ist ja cool. Ein Aparto ist das, glaube ich. Ein Para. Okay, hier können wir auf jeden Fall schon einiges erkennen. Das Hotel ist auf jeden Fall sehr, sehr gut platziert. Oh, hier stehen ja sogar die Leute oben. Das wusste ich gar nicht. Guck mal, die schauen sogar und zeigen da mit dem Finger hin. Das ist ja cool. Hast du gut platziert. Eine sehr, sehr schöne Optik und Sicht haben wir hier. Dann, jetzt haben wir natürlich die Entscheidung. Gehen wir hier nach rechts oder gehen wir hier nach links? Am besten wählen wir erstmal den Weg, der nicht so viele Abzweigungen hat. Ich denke mal, das ist der linke, weil da vorne ist das Innovationszentrum und da gehen sicherlich viele Wege ab. Also gehen wir mal hier nach oben und dann sehen wir da schon die nächsten Dinosaurier. Was haben wir denn da? Zwei Suche Mimos. Suche Mimos auch immer ein sehr, sehr schöner Dinosaurier. Der hat sehr, sehr tolle Skins. Sehr schön bunte und Farbenvielfalt von den Skins. Und dadurch finde ich den immer sehr, sehr schön. Es gibt so einen roten, es gibt einen gelben. Der Standard-Skin von dem Suchen Mimus ist auch cool. Das ist hier so ein heller. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal einfach hier dem Weg entlang. Haben wir hier nochmal ein Fastfood-Restaurant. Hier geht es dann nach links. Auch so ein bisschen geschwungen. Und du bist hier treu geblieben. Das finde ich gut. Du hast immer zu so, ja, Gebäuden und sowas hast du oft diesen hellgrauen Weg verwendet. Finde ich eine coole Idee. Und was mir noch auffällt hier an dem Gehege, du hast einen Doppelzaun gemacht. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Bei so großen Fleischfressern finde ich das immer nice, wenn man einen Doppelzaun macht. Ist natürlich für die Sicherheit sehr, sehr gut. Und die Gehegeform an sich gefällt mir auch sehr gut. Hier hinten so ein bisschen abgerundet, hier eckig. Hast du toll gemacht. Die Gehegegestaltung mit dem Wasser und so ist auch nice. Und ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz hier in die Beobachtungsgalerie. Und da sieht man schon, da kann man echt gut die ja, Suchomimos beobachten. Das ist toll. Gefällt mir. Die trinken jetzt gleich wahrscheinlich. Hast du auch relativ viel Wasser, so soll es ja auch sein. Ich freue mich schon darauf, wenn das Update kommt, dann kann man nämlich noch ein viel besseres Dschungelgehege mit dem neuen Futterspender, mit Fisch und sowas für solche Wasserlanddinosaurier machen. Darauf freue ich mich schon. Ja, sehr tolles zweites Gehege. Und was mir auch auffällt, was du sehr gut gemacht hast, ist hier der Verlauf von der Einschienenbahn. Den hast du sehr, sehr gut und passend an den beiden Gehegen hier vorbeigeführt. Also man wird eine sehr gute Sicht auf die Gehege haben. Du hast hier schön mit dem Gehege, mit dem Zaun gearbeitet. Und ist eine super Form. Ich hoffe, das hast du den ganzen Park über durchgezogen. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal weiter. Ja, hier kommt man dann zu der ersten Einschienenbahnstation. Beziehungsweise, ist glaube ich schon die zweite, ne? Haben wir da vorhin schon eine gehabt? Nee, tatsächlich haben wir hier keine. Das ist wirklich die erste. Und hier finde ich es cool, dass du das nicht ganz gerade gemacht hast. Also das finde ich nice. Du hast sie so ein bisschen angeschrägt und dann so diesen Weg so ein bisschen, ja, mit einer Kurve verlaufen lassen. Und auch hier hast du wieder den hellgrauen Weg gemacht. Das finde ich sehr, sehr cool. Und dadurch, dass das schräg ist, sieht das alles noch so ein bisschen besser aus, finde ich. Als hättest du das jetzt einfach gerade und parallel zu dem Weg gemacht hier. Finde ich nice. Und man kommt dann hier raus aus der Einschienenbahn sozusagen und kommt dann direkt in so einen Besucherbereich. Hier hast du natürlich auch praktische Läden benutzt hier. Die Bar- und Spielwarenladen. Auch mit so einem schrägen Eingang hier vorne. Ist natürlich immer nice. Hier hast du das Restaurant genommen, das ist auch sehr passend. Der Souvenirladen ist hier vielleicht nicht der beste Laden, den du hier gewählt hast, weil der den Eingang auf der anderen Seite ist, aber an sich auch nicht schlimm. Du hast dir auf jeden Fall immer sehr viel Mühe gegeben mit den Wegflächen hier ausfüllen. Sieht echt gut aus. Sieht aus wie so ein richtig schöner Besucherplatz. Gefällt mir. Und mir fällt. Oh, niedrige Gesundheit. Will ich da jetzt schon hinspringen und mich spoilern? Einmal gucken. Einmal gucken, was es ist. Okay, das ist ein Stegosaurus da hinten. Ja, egal. Können wir jetzt nicht ändern. Der scheint wohl irgendwie Hunger oder so zu haben oder Durst. Was ich noch vergessen habe, sind auf jeden Fall die Namen von den beiden Suchos hier. Suchlos und Musslos. Okay. Sehr einfallsreich. Dann gehen wir hier zu dem nächsten Weg. Also wir gehen den Weg weiter. Dann kommt man hier vorne wieder zum Hotel und das hast du wieder schön umzäunt hier. Du bist hier immer dir treu geblieben mit den hellgrauen Wegen. Finde ich super. Und dann schauen wir mal hier das zweite Hotel an.
Ist auf jeden Fall schon mal gut, dass du so viele Hotels gemacht hast. Ich habe schon insgesamt 4 Stück vorhin, glaube ich, gesehen am Anfang. Und hier hat man auch eine schöne Sicht, sieht den Vulkan im Hintergrund. Kann man denn hier noch einen Dinosaurier sehen irgendwie nicht? Ich glaube nicht, ne? Da hinten die Spitze vom Innovationszentrum, aber ansonsten. Ah, Dinosaurier gibt es hier leider nicht zu sehen. Aber ist ja auch nicht immer, ne, so wichtig, dass man das sieht. Ist zwar immer schön, wenn man eine gute Sicht hat, aber ansonsten. Oh, was sehe ich denn da? Die kriegen gerade alle niedrige Gesundheit. Okay, ich weiß jetzt, warum du den Park Wildlife genannt hast. Du hast hier einen T-Rex und Pflanzenfresser und sowas. Ich denke mal, in diesem Gehege erwartet uns sehr viel Action. Hier ist auch eine Sackgasse. Also das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir diesen Bereich abgearbeitet. Wollen wir die Gyrosphärenfahrt jetzt schon machen oder später? Ich würde sagen, wir machen sie jetzt. Kommt, jetzt soll's. Dann fahren wir mal eine Runde. Wir fahren natürlich selber, damit wir auch uns vernünftig umgucken können. Und mir fällt als erstes auf, du hast hier schon mal einen Dinosaurier gemacht, den ich ultra selten mache. Finde ich aber cool. Ich glaube nämlich, das ist der. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Ja, wir können gerade nicht näher ran, warum auch immer. Doch jetzt. Ich glaube, das ist der Kriechtonsaurus, ne? Ist das der? Den mache ich super selten, aber der sieht echt cool aus. Geh mal ganz kurz raus, ich will mal wissen, ob der das ist. Ja, das ist der tatsächlich. Kriechtonsaurus. Kommt auch gerade der andere angelaufen. Da ist er. Hallo, nicht anmeckern. Ich will euch nichts tun. Bin gleich wieder verschwunden. So, wir fahren mal weiter. Da hinten steht auch noch ein Edmonto. Und ihr habt ja schon gesehen, hier sind auf jeden Fall Pflanzen und Fleischfresser gemischt. Finde ich sehr, sehr cool. Versuchen natürlich auf der Strecke so ein bisschen zu bleiben. Und dann lassen wir uns hier mal von der Fahrt so ein bisschen beeindrucken. Ich bin mal gespannt, was passiert und was für Dinos wir hier sehen. Die Namen der Dinosaurier checken wir natürlich gleich auch noch aus, aber wir fahren jetzt erstmal hier die Fahrt. So, hier geht's weiter. Wechseln wir eben auf den Controller. Kann man ein bisschen schöner und flüssiger fahren. So. Hier vorne sehen wir auf jeden Fall einen Triceratops grasen. Sehr, sehr schön. Hallo, kleiner Trizi. Hast auch keinen Bock auf mich, ne? Ich komme trotzdem noch näher. Ich kann gar nicht näher. Ja, wie er meckert. Okay, wir wollen dich nicht weiter stören. Schauen wir uns mal nach links um, ob wir da noch was sehen. Dann sehe ich auch noch einen Triceratops, aber ansonsten gerade nichts. Da hinten sehen wir noch zwei. Oh, was ist das denn? Sind das Raptoren? Das sind Raptoren. Okay. Hallo, Raptoren. Alles klar? Na, der scheint keine Lust zu haben. Brennt erstmal weg. Soll er ruhig machen. Was hatten wir hier noch? Edmontos. Wo sind sie hin? Hä? Wo sind die Edmontos hin? Die sind abgehauen. Scheinen gerade keine Lust zu haben, dass ich sie beobachte. So, Raptoren, Triceratopse. Triceratopse kann man halt immer in so einem Gehege machen, ne? Da kann man nicht viel falsch mitmachen. Passen immer super. Aber das ist cool, so ein gemischtes Gehege. Deswegen hast du ihn auch Wildlife Park genannt. Fleischfresser und Pflanzenfresser. Hey, hey, hey. Nicht mich wegschieben, ganz ruhig. Will keinen Ärger. Okay, er läuft nur an mir vorbei, das ist in Ordnung. Okay. Sehr schön. Ich liebe ja Gyrosphärenfahrten, ne? Ich freue mich schon, wenn man dann diese Gates hat, dass man in verschiedene Gehege kann. Okay, Raptoren, darf ich durch oder wollt ihr jetzt hier rüberlaufen? Kurz warten, bis die Raptoren von der Strecke verschwunden sind und dann geht's weiter. So, da haben wir ein Edmonto. Und da haben wir ein. Oh, was ist das? Gott. Da werde ich falsch liegen. Das ist wahrscheinlich ein Kentro vielleicht? Könnte sein. Ich glaube, das ist ein Kentrosaurus. Aber ich schreibe nochmal ein Edmonto. Edmonto ist auch sehr, sehr schön. Der hat ganz, ganz tolle Skins. Das ist der mit dem lilanen Kopf. Nennen sie ja immer Jaja Binks, weil die so aussehen. Und hier vorne haben wir einen T-Rex. Das ist natürlich krass, ne? So ein Rexy im Gehege. Aber wir schauen erstmal da vorne. Da haben wir nämlich auch noch Diplos. Die verstecken sich gerade. Wir werden wahrscheinlich jetzt auf dieser Fahrt gar nicht alle Dinosaurier zu Gesicht bekommen, weil die meisten sich verstecken. Fahren jetzt mal eben hier ins Wasser. Und schauen mal eben. Weil Diplo finde ich auch ist echt ein cooler Dinosaurier. Mit den, ja, Stacheln oder was das da ist, über den ganzen Körper. Und vorne vom Hals bis hin zum Schweif. Okay, er hat auch absolut keinen Bock auf mich. Alles gut, ich tue dir nichts. Kannst in Ruhe trinken.
beobachten wir ihn mal beim Trinken. Das ist schon toll, ne? Wie langsam und gemächlich er das macht. Ja, gönn dir. Ich will dich nicht weiter stören. Wir fahren mal weiter. Gucken, ob wir den T-Rex noch zu Gesicht bekommen. Ja, da vorne ist er. Der hat sicherlich auch gar keinen Bock auf uns. Wenn wir da jetzt vorbeifahren. Ja, ist schon cool, ne? Schade, dass die... Oh. Nicht mich kaputt machen. Okay, er geht nur trinken, so wie es aussieht. Das ist schade, dass man nicht einstellen kann, dass die, Oha. Ich glaube, der hat gar keinen Bock auf mich. Läuft jetzt um mich rum. Okay, er läuft wirklich um mich rum. Schade, dass man nicht so einstellen kann, dass die, wirklich so einen Jagdinstinkt haben, dass sie nur jagen, wenn sie Hunger haben. Wenn man die jetzt zum Beispiel, die Kampfhäufigkeit einstellen würde auf Standard, dann würde der... Aua! Hey! Oh, hab ich mich erschreckt, ey. Ich hau doch ab, ich will gerade weg. Lass mich in Ruhe. Alter Schwede. Oh, ich muss hier raus. Wenn man die Kampfhäufigkeit auf Standard stellt, jetzt hat er mich komplett rausgebracht, dann würde der alles abmurksen, was er kann, leider. Und nicht nur das, wenn er Hunger hat. Das ist ein bisschen schade. Es wäre echt cool, wenn die einfach so Nachwuchs hätten, die Dinosaurier, und man dann so ein richtiges Wildlife-Gehege machen könnte, dass sozusagen die Population wächst durch Nachwuchs, aber wieder schrumpft, weil Fleischfresser Hunger haben. Das wäre echt cool, wenn man das so machen könnte. So ein natürliches Ökosystem oder so. Seid mir nicht böse, wenn das jetzt falsch ist, aber so in der Art meine ich das. Hier ist natürlich ein bisschen schräg jetzt, die Strecke. Das kriege ich, glaube ich, jetzt nicht so gut hin mit dem Fahren. Aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich glaube, wir haben die Tour geschafft. Und die war wirklich sehr interessant. Also so ein Gehege zu durchfahren mit einem Mischmasch aus Fleisch- und Pflanzenfressern ist schon was sehr, sehr Tolles. Wir sind durch soweit. Gehen wir wieder raus. Und war eine tolle Fahrt. Wir schauen natürlich jetzt nochmal kurz... Hat das hier Namen? Nee. Nach Namen und Gehegeform. Schauen wir erstmal auf die Gehegeform. Die ist aber interessant, die Gehegeform. Die ist sehr, sehr cool. Hier so richtig schön angepasst mit dem Wald hier. Das hast du echt super gemacht. Das sieht sehr, sehr nice aus. Und auch viele Dinosaurier. Ich hoffe, wir haben alle gesehen. Genau. Knack Nummer 5. Knack Nummer 10. Tizian! Ah, okay. Ah, ich verstehe. Das soll wahrscheinlich eine Anspielung sein auf das Knack-Ding von Tizian. Ihr kennt das sicherlich. Das macht doch keinen Knack. Genau so heißt es. Und Dreihorn. Knack Nummer 8. Knack. Oh, es waren sogar Kentros. Cool. Also das hier sind die Kentros gewesen. Ich habe sie richtig erkannt. Das ist so ein typischer Dinosaurier, wo ich die verwechsel, weil die sehen halt sehr, sehr ähnlich mit dem Gigant Spino und so. Die haben halt nur so minimale Unterschiede. Knack, Knack. Versuche mal alle Namen zu finden, weil ihr coole Insider einbaut. Ach, Blue, Charlie, Delta und der letzte heißt dann wahrscheinlich Echo. Wenn wir den jetzt nicht finden, ist nicht schlimm, da ist er. Echo, genau. Dann haben wir hier die Krichtons. Knack, Knack. Und ansonsten den T-Rex. Heißt der Dundiman? Ne, der ist auch nur Knack. Wow, okay. Meistens heißen ja die Rexys in euren Parks. Dundiman. Habe ich jetzt wen übersehen? Ich hoffe nicht. Nee. Ich denke, das Gehege haben wir soweit abgearbeitet. War sehr, sehr cool, die Fahrt. Hat mir super viel Spaß gemacht. Nice, nice, nice. So. Du hast dir aber auch echt viel Mühe gegeben. Mit dem ganzen Wegen und so hier. Das ist echt super toll. Gefällt mir. Also der Park ist bis jetzt sehr, sehr schön geworden. Jetzt sind wir wieder an der Abzweigung hier nach rechts. Gehen wir jetzt auch. Das Hotel haben wir ja schon gesehen. Hier den Vorgartenbereich auch. Und dann kommen wir hier vorne zu einer Kurve. Und da hast du wieder das beibehalten, dass du die Einschienenbahn schief oder schräg platzierst. Und dann mit diesem abgerundeten Weg. Das finde ich richtig, richtig gut. Das ist super. Das gefällt mir. Ich glaube, das werde ich auch mal so machen. Kann ich mich echt inspirieren lassen von euch. Das finde ich echt super. Dann gehen hier wieder ein paar Geschäfte los. Und du hast auch viele Gäste im Park, wie man sieht. Das ist sehr nice. Schön gewählt hier die Fossilienzone. Angepasst mit der schrägen hier, der Eingang, so ein Schrägeingang. Ist natürlich super. Hier vorne auch die Bowlingbahn. Hier kann man natürlich noch hier den Weg so ein bisschen, ja, dass man noch besser den Eingang erreichen kann. Ist aber an sich jetzt auch nicht schlimm, ne? Dann haben wir hier ein Souvenirladen. Hier vorne haben wir ein Tor. Und dann haben wir schon das nächste Gehege. Und wir gehen erstmal hier weiter. Hier haben wir noch ein Spielwarengeschäft und eine Bar. Und ein Restaurant. Oh, das ist natürlich sehr, sehr schön gemacht hier. Der Restauranteingang hier mit der schrägen so. Der Spielwarenladen mit der schrägen so. Sieht natürlich sehr, sehr geil aus hier mit dem Platz, ne? Das ist schon cool.
Und dann kommen wir hier zum nächsten Bereich. Und zwar das Innovationsheim. Und oh, das sieht aber schick hier aus. Da hast du aber schön gearbeitet hier mit den drei Wegfarben. Einmal beige hier, dann der hellgraue Weg hier. Hier der andere graue Weg, also der normale Asphaltweg. Das war sicherlich sehr, sehr schwierig hier, das vernünftig hinzubekommen. Das sieht sehr, sehr nice aus, aber war wahrscheinlich richtig, richtig anstrengend, das vernünftig zu machen. Und du hast auch den Weg um das Innovationszentrum sehr cool angepasst in dieser, ja, wie soll ich sie nennen, Totenkopfform. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also du hast halt den Weg dem Innovationszentrum von der Form angepasst. Und das sieht echt nice aus. Also das hast du richtig schön gemacht. Also mit den drei Wegfarben sieht richtig Hammer aus. Also cool. Das Innovationszentrum hat leider auch keinen Namen. Dann würde ich fast sagen, gehen wir entweder hier jetzt runter. War da noch was? Ja, hier ist ein Weg nach rechts. Gehen wir erst den oder gehen wir erst den anderen? Jetzt die große Frage. Ich würde sagen, wir biegen erstmal einmal hier links ab. Das sieht, glaube ich, so aus, als wenn der Weg nicht ganz so weit geht. Also wir gehen hier links ab. Dann kommen wir hier in eine Beobachtungsgalerie. Da schauen wir nochmal rein. Was haben wir hier? Oh, ja. Das sind die Dracorex, die ich vorhin schon von Weitem gesehen habe. Ich glaube, die hießen Toast, ne? Ein Indospino-Gehege. Was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass du das immer so ein bisschen hügelig hier gemacht hast und nicht alles so glatt. Dadurch sieht das Gehege natürlich viel natürlicher noch aus. Jetzt schauen wir mal eben, wie die Dracos hier heißen. Ah ne, Stygimoloch. Das sind gar keine Drakos. Ach doch. Dracorex und Stygimoloch. Du hast die also gemischt. Ja, Toast. Toast. Nutze die Macht des Toasts. Toast. Indospino und Toast. Okay, das ist wirklich ein Gehege, was du Indospino gewidmet hast. Ist auch sehr, sehr schick hier. Das Tor hast du auch gut platziert hier. Sehr schön. Gehen wir den Weg weiter. Und da haben wir nochmal ein Restaurant. Auch hier hast du wieder schön mit den Wegen gearbeitet. Hast dir sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das war sicherlich auch alles nicht so einfach. Ist aber sehr schön platziert. Hier geht es auch ein bisschen bergauf. Das finde ich auch nice. Kommst halt hier runter, hast hier dann dieses, finde ich ja sowieso sehr, sehr schön, dieses Fossilien-Knochen-Ding. Und ja, dann gehen wir mal den Berg oder den Weg hier nach oben. Hast du auch sehr schön hier gearbeitet, sehr schön geglättet. Für die Besucher nicht zu steil. Und hier oben erwartet uns ein Turm. Das finde ich ja super. Da werden wir sicherlich eine schöne Aussicht von haben. Den Turm hast du auch wieder so umzäunt, mit Zäunen. Das hast du sehr häufig gemacht. Finde ich cool. Ist sicherlich viel Arbeit gewesen. Und dann bin ich mal gespannt, was wir für eine Sicht hier haben. Oh, das ist aber eine sehr schöne Sicht. Also hier haben wir nochmal ein riesiges Pflanzenfressergehege, wie ihr seht. Da werden wir noch einiges zu erkunden haben. Kann gut sein, dass wir da noch eine zweite Gyrosphärenfahrt haben werden. Kann ich mir vorstellen. Da hinten sind auch noch... Oh, was sind das? Da ist ein Mamenchi und ein Apato. Und ein Maya oder sowas. Ach cool. Und da ist auch noch ein Stego. Guck mal, was es hier alles zu entdecken gibt. Ach, ist das nicht schön. Nach rechts kann ich auch noch schauen. Was haben wir denn da? Eieiei, was ist das denn? Hier sind ja 1 Million Dinos drin. Da bin ich ja mal gespannt. Innovationszentrum sieht man hier auch noch ein bisschen. Also ein sehr, sehr toller Turm, den du hier platziert hast. Ja, sieht auch super aus, ne? So erhöht, dann mit Bäumen abgeschirmt und so. Das mache ich ja auch gerne so in der Art. Und ja, ist dir auf jeden Fall super gelungen. Gehen wir den Weg wieder zurück und gehen mal nach hier oben. Genau, hier geht dann der Weg unten lang. Ist jetzt der Weg hinterm Innovationszentrum. Da kommen hier nochmal ein paar Besucherläden. Soweit. Und bevor wir jetzt weitergehen, gehen wir mal eben den Weg hier nach oben. Hier haben wir nämlich nochmal ein Hotel. Ja, was heißt Weg nach oben? Aber so ein bisschen hügelig hast du es hier gemacht. Also du hast halt alles nicht so glatt gemacht. Das finde ich schön. Dadurch wirkt das alles viel natürlicher. Und auch alles immer schön übergeglättet. Nicht so harte Kanten. Gucken, was wir hier für eine Sicht aus dem Hotel haben. Ah, das ist natürlich auch schön, ne? Da kann man in das Gehege, wo wir gerade mit der Gyrosphäre durchgefahren sind, reinschauen. Und vermutlich auf der anderen Seite... Genau. Boah, haben wir hier eine schöne Aussicht. Da hast du aber wirklich viel Wert drauf gelegt. Da können wir hinten diese ganz vielen, was sind da, Struthiomimus und so sehen und gerade ein Mamenchi beim Essen. Hier hinten können wir auch noch einige Dinosaurier sehen. Also da hast du dir echt viel Mühe mitgegeben mit der Platzierung von den Hotels. Also es ist schon echt krass, wie viele Hotels du hier untergebracht hast und auch hier sehr schön parallel voneinander platziert. So, wollen wir uns aber nicht zu lange aufhalten, gehen hier zurück. Dann gehen wir hier den Weg hoch, da ist noch ein Eingang in dieses große Pflanzenfressergehege, was wir uns auch noch angucken werden auf jeden Fall. Dann geht es hier nach oben. Ist doch nach oben, oder? Das ist gerade gar nicht, kann man gerade schwer erkennen. Doch, es geht nach oben. Und hier hast du wieder einen Aussichtsturm gebaut. Ach, wie schön. Und die Einschienenbahn wieder.
Sehr, sehr gut. Schauen wir mal hier die Aussicht an. Oh, hier sieht man ja sogar schon super. Und sogar Brachios, ne? Ja. Brachios da am Chillen. Also, das ist super viele Dinosaurier untergebracht. Und oh, guckt mal die Aussicht an. Schaut euch das an. Ist das nicht schön? Das Innovationszentrum, die Dinosaurier, die da gerade alle schlafen, die Paras. Boah, du hast echt schöne Aussichten hier geschaffen mit den ganzen Türmen. Und auch richtig schön versteckt den Turm, ne? Also, das war sicherlich auch gar nicht mal so einfach. Oh, die Ecke hier hinten haben wir jetzt, glaube ich, abgearbeitet. Dann können wir einmal schauen in das Gehege. Boah, guck mal, wie viele das sind. Eieieiei, das sind ja ultra viele Dinosaurier. Ich überfliege die mal einmal kurz mit Namen hier, ob wir da Besonderheiten finden. Ja, sieht nicht so aus, als wenn du die benannt hast. Aber ich gebe nicht auf. Ach, komm schon. Ah, da! Wenn du das liest, Respekt. Ja, kannst du mal sehen. Hat sich gelohnt. Die Arbeit. Was ist denn das hier? Das ist ein Mamenchi, ne? Den mache ich auch viel zu selten. Der sieht eigentlich echt cool aus. Der hat einen coolen Skin so. Viele, viele Pflanzenfresser hier. Eieiei, okay. Jetzt will ich aber weiter gucken. Ob ich hier noch was finde. Gott, mit den ganzen Gallimimus, das wird schwierig. Okay, Leute. Ich glaube. Ich überfliege das nur. Ich will das jetzt ja auch nicht zu unnötig in die Länge ziehen. Aber ihr habt ja auch lange gebraucht, um das zu bauen. Dann kann ich auch viel Zeit investieren, um mir das Ganze anzuschauen. Ist schön, dass du hier ab und zu so Hügel eingebaut hast. Das Gewässer hier sieht auch super aus. Geht sogar über in das andere Gehege hier, wie man sehen kann. Sehr, sehr nice. Hier hinten hast du auf einer Insel so einen Futterspender gemacht. Was hast du denn alles hier drin? Triceratopse, Gallimimus, Mutabura. Alles Mögliche hast du hier reingepackt. Apatos, Brachios haben wir gesehen, Mamenchi, Mayasaurus, Stegosaurus, Ankylosaurus. Also dein Park hat wirklich viel zu bieten. Ist nur schade, dass hier keine zweite Gyrosphärenfahrt zu finden ist. Aber ist ja an sich auch nicht schlimm. Du hast ja schon eine gehabt. Paras gibt es hier natürlich auch noch. Und ich hoffe, wir haben jetzt nichts übersehen. Es ist halt, sind so viele Dinosaurier. Echt sehr, sehr schön geworden hier. Gehen wir weiter. Wir müssen wieder zurück. Also wir haben hier hinten den Bereich geguckt. Jetzt gehen wir hier wieder zurück. Und jetzt biegen wir hier auf den letzten Weg, glaube ich, ab. Genau, hier geht es dann geradeaus. Und dann haben wir hier nochmal dieses. Da gehen wir mal gucken in das Gehege. Da bin ich ja mal gespannt, was das alles ist. Sah ja vom Weiten so. Alter Schwede. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Vogelstrauß-Gehege. Mit allen Vogelstrauß-ähnlichen Dinosauriern, die es gibt. Strutiomimus, Gallimimus. Und. Wie heißt der nochmal? Der Ornithimimus, der Archaeo Ornithomimus oder wie der heißt. Wir schauen mal. Was ist der denn da? Genau, Archaeo Ornithomimus, war fast richtig. Du hast hier auf jeden Fall alle eingebaut hier. Und ihr seht ja, wie viele das sind. Das Schöne an denen ist ja, die haben so schöne, viele verschiedenfarbige Skins. Dadurch sieht das echt schön aus. Grün, blau, gelb, weiß und so weiter. Auch hier würde ich einmal ganz kurz, sei mir nicht böse, die Namen überfliegen, ob du hier was eingebaut hast. Eieiei. Da! Easter Egg! Gefunden! Easter Egg 2. Ein weißer Albino. Da muss es aber noch Easter Egg 1 irgendwo geben. Es lohnt sich immer, die anzugucken. Eieiei. Okay. Ich kann Easter Egg 1 gerade nicht finden, aber ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Passt schon. Vielleicht ist es ja auch irgendwo anders im Park. Vielleicht finde ich es ja noch. So, dann geht's weiter. Hier gibt es natürlich noch eine Abzweigung nach rechts. Und dann hast du wieder einen Schutzraum. Ich glaube, Schutzräume hast du gar nicht so selten gemacht. Also die Schutzraumabdeckung sollte eigentlich relativ gut sein. Und hier geht es auch wieder nicht nur straight, also hier geht es wieder nach oben. Das finde ich super. Und da oben erwartet uns wieder ein Turm. Ach, wie schön. So, dann gehen wir mal gucken, was der Turm denn uns zu bieten hat für eine Sicht. Einmal den Vulkan, das ist natürlich auch immer sehr schön. Und was lebt hier drinne? Das ist eine gute Frage, ne? Ich kann jetzt gerade so nichts erkennen. Aber hast du sehr schön gemacht hier mit dem Turm. Oh, schaut euch das mal an. Also es geht hier schön hoch. Und dann hier oben, ja, das Gehege so gemacht. Und dann richtig schön glatten Übergang runter zum Gehege. So dass man mit dem Turm eine richtig schöne Sicht hat. Oh, da liegt der Dinosaurier. Ein Giganotto. Der Gigi heißt. Der schläft gerade leider. Guck mal, wie das aussieht beim Auge. Ja, lassen wir ihn mal in Ruhe schlafen. Aber ein sehr, sehr. Oh, jetzt steht er auf. Ein sehr, sehr schöner Skin. Den mag ich sehr gerne.
Von der Form her auch ein super Gehege. Schaut mal. Auch mit Doppelzaun und alles. Hier die Gestaltung mit dem Wald im Hintergrund richtig schön. Hier dann noch so ein paar Bäume und sowas. Richtig, richtig gut gemacht. Richtig toll aus. Hast du denn auch hier ein Tor? Ja, hier ist auch ein Tor. Schön den Doppelzaun bei so einem gefährlichen Fleischfresser. Dann geht der Weg hier nochmal entlang. Hier hinten zu einer Beobachtungsgalerie. Dann kann man nochmal von der anderen Seite schauen. Er trinkt da gerade. Er schaut sich jetzt nochmal zu uns um. Er regt sich sogar zu uns. Ach super, gutes Gehege. So, dann geht das Ganze hier nochmal zurück. Und hier zu einem weiteren Beobachtungsturm. Ist der auch wieder erhöht? Der ist auch wieder erhöht. Ach, wie schön. Also das hast du echt gerne gemacht. Das ist viel Arbeit, sowas zu machen. Das mit einem vernünftigen Übergang hier nach unten und sowas. Auch hier wieder umzäunt den Beobachtungsturm. Das ist viel, viel Arbeit investiert. Und auch hier hast du uns wieder eine super Sicht, kannst du uns bieten. In irgendein Gehege, wo ich gerade keine Dinos sehe. Seht ihr irgendwo Dinos? Mensch, warum verstecken die sich denn so? Wo sind sie? Okay, egal. Wir werden es gleich schon noch rausfinden. Aber es werden Fleischfresser sein, weil ihr seht schon wieder hier den Doppelzaun. Also von da aus, von daher gehe ich aus, dass es Fleischfresser sind. Auch wieder echt schön erhöht. Das gefällt mir super. Dann geht es hier wieder zurück. Ich glaube, hier vorne geht es gar nicht mehr lang, ne? Nee, hier geht es wieder zurück. Und dann kommen wir hier schon zur letzten Abzweigung. Hier hast du nochmal einige Besucherläden. Hast die auch immer gut mit dem Eingang platziert. Restaurants, Kleiderladen. Spielwarenladen. Und hier hast du auch wieder, oh, hier hast du schön mit den Wegfarben wieder gearbeitet. Und das ist auch mal eine interessante Herangehensweise bei einer Beobachtungsgalerie. Bei einer Beobachtungsgalerie ist es ja immer nicht so einfach mit den Wegen, aber das sieht sehr, sehr cool aus, wie du es hier gemacht hast. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Oh, ein Hörnchengehege nenne ich es mal. Sinoceratops kann ich sehen. Styracosaurus und, was ist das? Glaube ich ein Toro, ne? Ja, auch sehr, sehr schön, das Gehege. Das ist sehr coole Themengehege so. Auch eine sehr interessante Gehegeform. Auch hier wieder mit dem Wald im Hintergrund. Sehr nice. Dann ist auf jeden Fall die Sicht zu den Dinosauriern gar nicht verdeckt. Kleines Gewässerchen. Und ansonsten Sören, No Name, Sönke, Patrick, Stügi, Muluch, okay, Felix, Günther, Thor und Klaus. Die leben hier und grasen. Sollen sie mal machen. Hier haben wir noch einen Souvenirladen und ein weiteres Hotel. Also das mit den Wegfarben, wie du das gehandhabt hast, finde ich super. Also das werde ich mir, glaube ich, mal abgucken, dass du immer so die Wege zu irgendwelchen Häusern oder was, Attraktionen und sowas in diesem Grau gemacht hast. So, schauen wir hier nochmal die Sicht. Oh, so ein bisschen Sicht in... Oh, da sieht man sogar Dinos, okay. Ach, wie schön. Ganz im Hintergrund sieht man noch das Innovationszentrum da. Und ansonsten geht es hier weiter. Souvenirladen. Und jetzt kommen wir hier nochmal mit einem schönen Schwung und sowas hier zu dem Gehege, wo wir gerade nicht gesehen haben, was drin war. Da gibt es auch keine Beobachtungsgalerie. Da gibt es nur diesen Turm, wo wir gerade geguckt haben. Und die verstecken sich nämlich gerade da unten. Was ist das denn? Ah, das sind Kanus. Nuss? Magnus, ey. Wow, Magnus wurde auch verewigt. Das wird ihn nicht freuen. Sehr, sehr schön, hier Doofmann. Finde ich cool. Auch hier wieder schön mit Hügeln gearbeitet. Sehr schön gestaltetes Gehege. Sehr schöne Gehegeform auch wieder hier. Mit dem Doppelzaun. Hier hinten hast du keinen Doppelzaun gemacht, ist aber auch an sich nicht schlimm. Ja, sehr cool geworden. Ganz tollen Park hast du da gezaubert, Diadolfmand. Ich finde deinen Baustil richtig cool. Auch hier wieder schräg mit dem Weg. Das Ganze nicht parallel zum Weg platziert, was man meistens macht. Finde ich super, sieht sehr, sehr schön aus. Hier endet der Weg dann. Führt nochmal so ein grauer Weg ab zu so einem Turm. Und dann sehen wir hier unser Wasserbecken vom Anfang. Oh. Fehlt nur der Moser echt, der da rausspringt. So eine Mosasaurus-Fütterung. Ist echt schade, dass es sowas nicht gibt. Aber ansonsten, hattest du da vielleicht noch was vor mit dem Gehege? Oder sollte das einfach nur so ein Mosasaurus-Becken darstellen? Ist ja auch egal. Ich glaube, wir haben es jetzt soweit alles gemacht. Worauf ich nochmal eben eingehen will, ist die Form von der... Oder den Streckenverlauf der Einschienenbahn. Den finde ich sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Also richtig schön an allen Gehegen so... Entlang geschlängelt, entlang der Gehegeform. Also da wird man eine super Sicht haben auf alle Dinosaurier.
bis hier hinten. Sehr, sehr schön. Also der Park ist wirklich top geworden, dir Doofmann. Richtig, richtig nice. Ich hoffe, euch hat der Park auch gefallen. Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Ich zoome mal nochmal ein bisschen raus, damit ihr nochmal eine Übersicht habt über den Park. Der ganze Park heißt Wildlife. Kann ich auch verstehen, wegen den paar Wildlife-Gegenden, die du hast. Was heißt paar? Zwei Stück waren es, glaube ich. Wo richtig viele verschiedene Dinosaurier drin waren. Oh, das sieht echt nice aus, ne? Genau, falls euch diese Bewertungsvideos gefallen, dann dürft ihr gerne liken. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und falls ihr auch mal einen Park einschicken wollt, unten steht die E-Mail-Adresse oder ihr ladet das Ganze hoch und schickt mir den Link im Discord. Das geht natürlich auch. Würde ich mich sehr drüber freuen und vielleicht ist euer Park der nächste, den ich hier bewerte. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.